Aloha, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn auch euch interessiert, wie denn unsere Soul Couple Journey, also unsere Seelenpartnerreise, in der nächsten Woche, also bis genau nächsten Mittwoch so weitergeht, dann bleibt doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello, my lovelies. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Vielleicht seid ihr auch zum allerersten Mal hier auf diesem Kanal gestrandet. Und wenn dies der Fall sein sollte und du auch immer noch nicht meinen Channel hier kostenlos abonniert hast, dann kannst du dies unter anderem jetzt hier oben rechts im Eck tun. Und wenn du da drauf gehst und auf die Glocke aktivieren, so wirst du auch über jedes neue Video oder Community-Beitrag, den ich hochlade, informiert und verpasst eben somit auch kein neues Video. Ja, ich begrüße hier all diejenigen, die sich derzeit in einer Seelenpartnerschaft befinden oder eben auch in einem Dualseelenpartnerprozess. Möglicherweise bist du gerade in einer On-Off-Phase mit einem solchen besagten Menschen, der höchstwahrscheinlich sehr, sehr besonders ist. Also, wenn du jetzt vielleicht mit diesen Begrifflichkeiten Soulmate oder Seelenpartner und Dualseele nichts anfangen kannst, dann kannst du hier dennoch einfach diese Videoenergie hier aufnehmen, wenn du dich eben in einer sehr speziellen Beziehung befindest. Das bedeutet, dass du es hier vielleicht auch mit einem Mensch zu tun hast, als du ihn das erste Mal gesehen hast, du dir dachtest, es zieht dir jemand den Boden unter den Füßen weg und du hattest eben dieses klare Gefühl, dass du diesen Mensch schon irgendwoher kennst und ihr wart euch irgendwie von Anfang an super vertraut. Die Chemie hat gestimmt und ja, du fühlst dich mit diesem Mensch höchstwahrscheinlich auch telepathisch verbunden, auch wenn ihr in Off-Phasen seid, also vielleicht auch gar keinen Kontakt gerade miteinander habt, hat es definitiv trotzdem einen Grund, weshalb du jetzt hierher geführt wurdest. Wenn du jetzt hier als Single zusiehst, herzlich willkommen auch an dich. Du bist hier vollkommen richtig, weil, wie ich es ja so oft sage, gibt es eben dieses Seelenpartner-Circle und in diesem Seelenpartner-Circle sind eben Seelenpartner und Dualseelen unterwegs. Und ja, je nachdem, welche Zeitqualität jetzt gerade ist, in welchem Teil des Circles du dich selbst befindest, kann es eben auch sein, dass sich hier in dieser Legung ein neuer Partner für dich zeigen wird, der sich eben dann hier auch ankündigt, weil es hat definitiv einen Grund, weshalb du hierher geführt wurdest. Bitte beachte, dass dies trotzdem eine kollektive Legung ist und keine private ersetzt. Und es kann hier eben auch gut der Fall sein, dass Rollenangaben vertauscht sind. Okay? So, da möchte ich ganz gerne noch eine Runde für uns räuchern und dann starten wir auch direkt in die Legung. Lieber Spirit, ich bitte dich um deinen Schutz und ich bitte um ein klares, deutliches Reading und um Anwesenheit meiner lichtvollen Guides. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an euch nochmal für die vielen Aufrufzahlen, auch in meinem letzten Video. Das freut mich immer sehr. Und ich lege auch heute wieder mit The Good Tarot. Dieses Tarotkartendeck, finde ich, ist wie prädestiniert für diese Soul Couple Journey. Und diese beiden Hauptcharaktere, die Herrscherin als auch der Herrscher, haben sich in der ersten Folge selbst herausgesucht. Wenn es dich interessiert, wie es dazu gekommen ist, schau dir auch gerne die vorherigen Teile an, weil diese Seelenpartnerschaft baut eben auch aufeinander auf. Okay, so, dann möchte ich nun ganz, ganz gerne wissen, was ist auf der Seite der Herrscherin hier unter hier los? Was zeigt sich? Welche Botschaft darf ich hier für die kommenden 7 Tage hier überbringen? Für die weibliche Polarität. Okay, wir haben hier einmal die Sonne. Das ist ja schon mal sehr schön. Und 9 der Stäbe. Oh ne, das sind auf jeden Fall zu viele. Eine Karte bitte noch. Was zeigt sich hier noch für die weibliche Polarität?
Also gut, dann sind es jetzt eben doch zwei. Wir haben, nein, das sind drei Karten. Das ist zu viel, Leute. Das geht einfach nicht. Ein, zwei Karten ist okay, aber mehr ist einfach ein Unding. Hopp, Aufi. Eine Karte bitte noch. Was zeigt sich für die weibliche Polarität für die kommende Woche? Und wir haben den Ritter der Stäbe. Sehr interessant. So, dann möchte ich ganz gerne wissen, was ist auf der Seite der männlichen Polarität los? Welche Botschaften darf ich hier überbringen? Oh, wow. Und wir haben hier einmal den Mond. Also wir haben hier wieder mal, also jetzt schon zwei Trumpfkarten in der gleichen Lage und dann auch noch Sonne und Mond. Also auch die beiden Polaritäten. So wie es auch in der Soulcouple Journey auch angedacht ist. Du kannst diese Kartenlegung nämlich auch einfach komplett für dich ummünzen und und dich als weibliches, als auch als männliches Prinzip hier eben selbst lesen, sozusagen. Und jetzt bitte noch eine Karte für die männliche Polarität. Wir haben hier noch übrigens zwei der Schwerter. Und eine Karte bitte noch. Okay, dann halt zwei. Wir haben hier sechs der Schwerter und die Königin der Erde. Ah ja, interessant. Okay, dann schauen wir mal. Und im unteren Kartendeck haben wir neun der Münzen. Wow, das ist echt mal eine Ansage. Sehr, sehr schön. So, dann möchte ich ganz gerne jetzt heute mal nicht mit den mystischen Momente Orakelkarte schauen, was euch miteinander verbindet, sondern ich glaube, ich entscheide mich heute spontan für diese Zusatzkarten des Kartendecks Lennemond Mondnachtkarten. Die genaue Beschreibung findet ihr jedenfalls in der Infobox. Was verbindet dieses Seelenpaar miteinander? Welche Botschaft darf ich hier überbringen für die kommende Woche? Was verbindet euch miteinander in der kommenden Woche? Was verbindet euch? Welche Botschaft soll ich hier aus diesem Kartendeck überbringen? Warum wurde ich dazu angeleitet? Okay, und da haben wir sie. Und es sind die Pyramiden. Oh, wow. Okay. Ich hoffe, ihr könnt es so sehen. Es ist recht dunkel schon. Aber ich denke, wir kriegen das so auch ganz gut hin. Also. Auf der Seite der weiblichen Polarität haben wir einmal die Sonne, wir haben neun der Stäbe und wir haben den Ritter der Stäbe. Also was ich hier auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass es dir definitiv gut gehen wird in der kommenden Woche. Also du bist hier scheinbar ziemlich fröhlich, recht heiter unterwegs. Also die Sonne ist eins der positivsten Karten, egal ob in Lennemon oder Tarotkartendecks. Und insofern ist davon auf jeden Fall auszugehen. Ich nehme hier auch bei dir eine gewisse Sorglosigkeit wahr in der kommenden Woche, was eben auch eventuell auch mit einem Ritter der Stäbe zu tun haben kann. Vielleicht kennst du einen jüngeren Mann oder du hast hier jemanden neu kennengelernt, weil das ist auf jeden Fall nicht dein Gegenüber hier, definitiv nicht. Es sei denn, es ist eine Botschaft von deinem Gegenüber. Aber was ich jetzt hier als allererstes mal wahrnehme, ist, dass du hier es mit in der kommenden Woche mit einem jüngeren Feuerzeichen zu tun haben wirst, also Löwe, Widder, Schütze. Schau mal bitte, wer das hier eben für dich ist. Und dieser Mensch bringt dir momentan einfach eine gute Energie, ja? Und das nehme ich hier eben auch wahr, weil mit neun der Stäbe ist es eben, das ist eine sehr, sehr schwere Karte. Bei neun der Stäbe geht es immer um Ängste, um Unsicherheiten, irgendwelche, das können auch Bedrohungen sein.
oder dass du hier irgendwelche falschen Kompromisse eingegangen bist in deinem Leben oder eben auch hier in dieser Seelenpartnerschaft oder in diesem Dualseelenprozess. Das kann hier ebenfalls gut der Fall sein. Und ich nehme hier wahr, dass dir irgendeine weitere Person im Außen hier dich eben dazu bringt, dass es dir gut geht, dass du lachst, dass du fröhlich bist. Vielleicht schreibst du hier eben auch mit einem solchen Feuerzeichen und hast hier eben eine ganz gute Unterhaltung mit diesem Mensch, weil ihr hier scheinbar recht gut auch auf Augenhöhe unterwegs seid. Vielleicht kannst du dich auch mit diesem Mensch wirklich über alles Mögliche unterhalten. Das nehme ich hier definitiv auch so wahr. Wenn du jetzt hier nur in diesem Seelenpartner- oder Dualseelenprozess hier schaust und diese Nachricht mit diesem etwas jüngeren Feuerzeichen trifft nicht auf dich zu, also diesen Mensch kennst du übrigens auch schon aus der Vergangenheit. Also kann auch sein, dass du den ersten paar Tage oder ein paar Wochen kennst, es ist alles möglich, aber auf jeden Fall hast du hier schon mal mit diesem Mensch geschrieben oder ihr habt zumindest mal Handynummern miteinander ausgetauscht, ja? Und wenn du dich jetzt hier in dieser Partnerschaft oder in diesem Dualseelenprozess befindest und du hast jetzt derzeit mit deinem Gegenüber hier gar nichts zu tun, dann nehme ich hier ganz stark bei dir wahr, dass hier Botschaften auf dich zukommen werden, Nachrichten nach einer sehr, sehr langen Zeit. Und ich nehme hier wahr, dass sich hier dir jemand offenbaren wird, weil wir haben auch hier die Pyramiden, was euch miteinander verbindet. Und was euch miteinander verbindet, ist das Geheimnis eurer Liebe. Das nehme ich hier so wahr. Das sind für mich die Pyramiden in diesem Kontext, ja. Also es ist so, dass ihr beide unfassbar viel füreinander empfindet, aber überhaupt nicht momentan in der Lage seid, darüber zu sprechen, ja. Und hier wird eben eine Veränderung in diesem Prozess kommen, weil ich nehme auch bei deinem Gegenüber hier auch Bewegung wahr und in eben einer erfolgreichen Art und Weise. Und dieser Mensch, dein Gegenüber, möchte hier auch in die Stabilitäten mit dir kommen, beziehungsweise ist sich auch darüber bewusst, dass du die weiblichste und anziehendste Frau in dem Leben deines Gegenübers bist. Allerdings hat er dir das vielleicht so noch nie gesagt und möglicherweise ist es auch echt gerade so, dass ihr gar keinen Kontakt miteinander habt. Und hier darfst du dich, wenn dies der Fall sein sollte, hier eben darauf freuen, dass es hier Nachrichten geben wird. Und diese Nachrichten helfen euch beiden dabei, eure Ängste zu offenbaren. Oder vielleicht offenbart sich hier auch jemand das erste Mal emotional dir gegenüber. Ich hatte vorhin auch beim Mischprozess hat sich schon einmal der König der Kelche gezeigt. Diese Energie nehme ich auch momentan in dieser Woche auch sehr, sehr stark wahr. Also, dass es hier auch bei deinem Gegenüber um Emotionen geht, aber bei dir auch, meine Liebe. Und mit 9 der Münzen ist halt eigentlich wirklich schön auch angezeigt, dass du hier in der nächsten Woche, also nicht nur mit der Sonne, in einem recht guten Gemütszustand dich aufhalten wirst, sondern eben auch, dass es hier um ja, einen gewissen Reichtum auch geht und einen gewissen Erfolg, den ich hier auch sehe, und auch so ein Selbstbewusstsein. Die 9 der Münzen können auch manchmal kann auch manchmal für das Ego stehen. Allerdings ist das jetzt nicht so das, was ich jetzt hier wahrnehme, sondern hier geht es eher um einen erfolgreichen Abschluss oder um ein erfolgreiches Gespräch. Oder eine erfolgreiche Offenbarung. Ich denke, das ist eigentlich der beste Kontext, auch hier mit den Pyramiden, weil hier eben etwas schon eine sehr, sehr lange Zeit unter Verschluss war. Und das, was hier unter Verschluss ist, ist aber magisch, das ist mystisch und das ist vor allem die absolute Liebe, die ich hier auch wahrnehme, ja. Und hier hat man vielleicht eben auch aus Selbstschutz eben diese Liebe auch unterdrückt oder beziehungsweise auch diese Gefühle nicht frei geäußert, ja. Okay, sehr interessant. Und ich nehme auch wahr, dass du, wenn du jetzt hier als nur für dich selbst schaust, diese Soul Couple Journey, dass du dich in der nächsten Woche auch viel in dieser weiblichen Energie auch aufhalten wird. Und die Sonne ist zwar das männliche Prinzip,
Jedoch unterstützt hier die Sonne eher die Weiblichkeit in dir, ja, weil das zeigt mir auch noch mal die Seite deines Gegenübers, dass er dich hier als Königin der Münzen sieht. Und die Königin der Münzen ist für mich eine der Königinnen, die am weiblichsten und am mütterlichsten von ihrer Energie her im Tarot stehen, ja. Und es kann natürlich auch der Fall sein, dass du selbst eben auch Jungfrau, Stier oder Steinbock geborene bist. Oder auch wenn du hier jetzt als Mann zusiehst, kann es auch natürlich hier der Fall sein. Ja, sehr, sehr schön. Also meine Liebe, du darfst dich hier auf Nachrichten freuen. Vielleicht hat hier dein Gegenüber auch irgendwelche Ängste in dir getriggert in den letzten Tagen. Und hier ist dann jemand. Ist es jemand bewusst geworden, dass es hier vielleicht nicht richtig war, wie man sich dir gegenüber verhalten hat oder auch was man hier dir gegenüber geäußert hat? Und hier wird eben wieder jemand, wie gesagt, erfolgreich und auch mit einer gewissen Versöhnung hier auch auf dich zukommen oder zumindest mal mit dem Wunsch, etwas Unklares oder etwas, was bisher im Verborgenen gelegen hat, hier mit dir zu klären. Ja, schau mal bitte, inwieweit es hier auch auf dich zutreffen wird. Okay, dann komme ich auch schon direkt zu deinem Gegenüber. Bei deinem Gegenüber nehme ich hier einmal haben wir hier den Mond, dann haben wir zwei der Schwerter und wir haben sechs der Schwerter. Also hier sind auch wieder einige Schwertenergien unterwegs. Das war auch letzte Woche schon so der Fall. Also hier ist nach wie vor die männliche Polarität stark im Verstand. Aber was mir hier ganz gut gefällt, ist, dass sich hier jetzt eben wirklich jemand auch aufgemacht hat. Es ging in der letzten Soul Couple Journey darum, dass du dich hier aufgemacht hast, weil bei dir waren nämlich, glaube ich, auch sechs der Schwerter gelegen. Also bei sechs der Schwertern ist es so, dass man sich immer freiwillig aufmacht zu neuen Ufern, weil man weiß, dass im Grunde etwas Besseres auf einen wartet oder da, wo man jetzt gerade sich befindet, das nur so eine Übergangslösung ist, beziehungsweise ist es ein Zustand davon, dass du mit acht der Kelche etwas hinter dir lässt. Ja, du verlässt eine Situation. Zwar noch mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge, aber du hast immerhin jetzt deine Sachen gepackt, hast die in dein Boot geladen und hast dich jetzt sozusagen aufgemacht. Und in meiner letzten Soul Carpet Journey hatte ich das ja auch so erklärt, dass dieses Löwenpaar, wie ich das hier im Bildnis eben gesprochen habe, dass du dich als Löwin auf dieser einen Insel jetzt eben davon gemacht hast und aufgeschwommen oder dich aufgemacht hast zu neuen Ufern oder auch ans Festland. Und dein fauler Träger Löwe, dieses Gegenüber, was hier eben eine ganze Zeit lang am anderen Ufer zwischen einem sehr, sehr reißenden Fluss zwischen euch eben gelebt hat, hat eben mitbekommen in der letzten Soul Couple Journey, dass du nicht mehr dort bist. Du bist einfach nicht mehr bei diesem Ort an dieser Insel oder auf der Wartburg, wie ich das ja schon so oft gesagt habe. Ne? Vielleicht hast du auf diesen Mensch hier wirklich schon Wochen, Monate oder für manche sogar leider Jahre gewartet, dass er eben soweit die Erkenntnis erlangen wird, dass du doch die Richtige bist. Und es sowieso keine andere Frau in seinem Leben gibt, vor allem dann, wenn du dich eben auch in einem Dualseelenprozess befindest, ja, weil wie wir ja alle wissen, gibt es ja nur eine Dualseele. Und ja, dein Gegenüber hat es jetzt mitbekommen und auch mit dem Mond ist er gerade in den Empfindungen, also er nimmt auch Unterbewusstes wahr jetzt in sich. Das wird auch höchstwahrscheinlich jetzt diese Marsenergie im Zwilling, der ja jetzt rückläufig wird oder jetzt auch schon rückläufig ist, wird das Ganze auch nochmal anputschen. Und das bedeutet eben, dass er jetzt eben auch, wie gesagt, hier sich sein Unterbewusstsein mal angesehen hat oder eben auch hier seine Ängste, die ja auch hier mit neun der Stäbe auf deiner Seite hier auch getriggert werden, diese sich jetzt eben ansehen durfte. Und ich nehme bei deinem Gegenüber auch wahr, dass er sich das erste Mal in einer
nach längerem Zeit auch in diesem weiblichen Prinzip befindet, ja, dass man hier auch mal es zulässt, mal Emotionen fließen zu lassen, beziehungsweise auch mal zuzulassen, sich auch mal seine Ängste anzusehen, ja, vielleicht hast du es ja auch hier wirklich mit jemandem zu tun, der Verlustangst hat, ja, und du bist hast vielleicht eine Bindungsthematik oder vielleicht ist es auch andersherum. Und dieser Mensch merkt jetzt, indem er einfach nicht mehr dich sieht oder dich nicht mehr findet, da wo du immer warst. Vielleicht bist du ja auch umgezogen oder du hast irgendetwas getan, auch dass du dich energetisch von diesem Mensch einfach entfernt hast. Ja? Und das habe ich euch ja in der letzten Folge auch schon gesagt, das hat er eben sehr wohl wahrgenommen. Und diese Empfindung, die setzt sich jetzt gerade bis in sein Unterbewusstsein und da tut es dann halt auch schon richtig weh. Aber er ist sich jetzt hier aber auch bereit, sich diese tief verborgenen Ängste auch hier nochmal mit den Pyramiden, also etwas, was er richtig zugeschüttet hat, über Jahre hat dieser Mensch sich hier nicht sein Gefühlsleben angesehen, ja? Und vielleicht hat er sich auch seit Jahren nicht angesehen, dass er wirklich für dich sehr, sehr viel empfindet, weil mit neun der Münzen geht es hier wirklich auch um eine Liebesfülle, ja? Also, dass hier eben sehr, sehr viele Emotionen, aber auch dieses Gefühl von Geborgenheit einfach bei dir da ist. Ja, du gibst diesem Mensch, also er nimmt dich ja, weil wir haben ja auch hier die Königin der Erde, er nimmt dich eben auch als eine sehr mütterliche Frau wahr, die aber auch gleichzeitig eine Bitch sein kann. Ja, also du bist hier sowohl als auch, aber auf jeden Fall gibst du diesem Mensch auch mit neun der Münzen auch eine gewisse Geborgenheit und auch eine gewisse Stabilität, die er eben sehr, sehr schätzt und auch braucht, weil ich nehme hier bei diesem Mensch auch wahr, dass er so ein bisschen lost ist auch, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Herrscher oder ein Gegenüber, was hier schon ein sehr, sehr großes Ego hat, ja. Und dieses große Ego hat eben auch dazu ihn immer wieder angeleitet, hier sich nicht seine Herzebene anzusehen, ja, weil das bedeutet für ihn sozusagen Schwäche, Gefühle zu zeigen, ja. Aber da kommt dieser Mensch jetzt drauf, dass das einfach, dass das so nicht mehr funktioniert. Und das nehme ich hier eben auch wahr mit zwei der Schwerter, geht es ja immer darum, dass das Herzchakra auch geschlossen ist, ja. Also, dass man hier auch mit sich selbst hadert, dass man hier zweifelt. Ich nehme immer am stärksten die Energie bei zwei der Schwerter wahr, dass man hier eben auch so einen inneren Fight mit sich austrägt, also zwischen Herz und Verstand sozusagen. Und da wir ja in der letzten Folge und auch in dieser jetzt recht viele Schwertkarten auch haben, ist es halt immer noch so, dass hier höchstwahrscheinlich noch der Verstand überwiegt. Aber der Mond, der hat auch eine gewisse Schwere und diese Schwere zieht ihn auch jetzt so richtig nach unten. Das ist auch dieses starke Nostalgieren, diese Energie des, ja, die Energie eigentlich des Abends oder der Nacht, ja, dass wenn alles ruhig ist, nehme ich hier auch bei deinem Gegenüber so wahr, dass dieser Mensch auch manchmal abends wirklich alleine auf der Couch liegt und einfach Löcher in die Luft starrt und immer wieder die gleichen Gedankenkreise durchläuft, was dich angeht, aber er kommt hier einfach nicht aus diesem Gedankenkreisel raus, ja. Also wie so ein Hamster im Hamsterrad, so nehme ich diesen Mensch als hin und wieder mal auch unter der Woche auf der Couch abends wahr oder im Bett ganz stark nostalgierend darüber nachdenken, wie die Zeit mit dir war, was seitdem alles vorgefallen ist, vielleicht seit ihr auch keinen Kontakt mehr miteinander habt, ja, oder falls ihr euch noch in einer Ehe oder Partnerschaft befindet, hat sich dieser Mensch aber von dir jetzt zurückgezogen. Ihr habt einfach keine allzu gute Basis mehr, miteinander zu reden oder euch überhaupt anzuvertrauen. Ja, also hier bleibt jeder so mit seinen Sorgen und mit seinen Ängsten so bei sich. Ja, das nehme ich hier stark wahr. Aber im Grunde ist es schon so, dass ihr euch auch beide durch dieses Verhalten des Rückzuges auch euch beide so triggert. Ja, was diese Ängste angeht. Also ich kann mir hier wirklich gut vorstellen, dass hier einer auch Verlustangst hat und der andere bindungsängstlich ist, ja. Und
Mit zwei der Schwerter sieht dein Gegenüber jetzt diese Kohärenz in sich oder dieses Hin- und Hergerissensein oder diese beiden, also des Engelschen und des Teufelschen auf seiner Schulter. Ja, also das ist diese Energie. Und in Kombination mit dem Mond, also ist das auf jeden Fall eine Energie, mit der ich jetzt so nicht tauschen wollte. Ja, also auch gerade in der Zeitqualität jetzt nächste Woche nicht. Also das wird nicht ganz leicht für die männliche Energie, was ich hier so wahrnehme. Aber das ist halt auch ein Prozess und es ist halt auch wichtig, dass man sich eben auch darauf einlässt und dass man da, weil erst wenn man da durchgeht und auch durch diese Gefühle durchlebt, dann kommst du eben auch wieder einen Schritt weiter, ja. Und diesen Schritt weiter wird dein Gegenüber auch noch in dieser Woche hier schaffen, final. Und das ist ganz klar zu sehen, hier mit Sechs der Schwerter ist dieser Mensch jetzt eben wirklich auch dabei, seine Sachen wenigstens zu packen, diese einsame Insel, wo er komplett lost da ist, eben auch zu verlassen, ja. Vielleicht baut er sich gerade noch ein Floß sozusagen, ja. Ich hatte ja im letzten Reading gesagt, dass er immer so mit den Pfoten ins Wasser geht, obwohl das Wasser gar nicht mal so arg, diese Emotionen nicht mal so arg übersprudeln, ne? Weil ihr habt vielleicht auch schon eben jetzt wirklich eine gewisse Distanz auch zwischen euch. Das kann eine zeitliche Distanz sein, eine physische Distanz oder eben auch eine seelische Distanz, ja. Obwohl ihr Seelenpartner oder Dualseelen seid, habt ihr euch beide momentan wie so weggedreht und weggemummelt, jeder so in seinem Leben komplett drin verstrickt sozusagen. Und aber das ist auch das, was euch jetzt gerade wieder so anzieht, ja, weil ihr beide auch merkt, okay, der andere ist irgendwie scheinbar gerade mit sich selbst beschäftigt und das macht dann ja auch schon wieder interessant, ja, dass hier jemand nicht 24/7 hier an den anderen denkt und hofft und irgendwie du als weibliche Person da auf der Wartburg sitzt und ewig wartest, bis der gnädige Herr mal irgendwann sich dann mal traut, in dieses Wasser sich hineinzubegeben, ne? Und was er ja aber ja halt einfach auch nicht gemacht hat, ja. Aber in diese Energie kommt er jetzt und er packt hier, wie gesagt, seine Sachen und bewegt sich jetzt so langsam, aber sicher eben auf die unklaren Gewässer, weil er muss dich ja jetzt auch suchen. Ne? Das hatten wir ja auch schon in der letzten Story festgestellt, dass er halt dich einfach nicht mehr wahrnimmt, energetisch so extrem und vor allem eben auch dich einfach nicht mehr sieht. Und wenn du das ins Real Life übersetzt, wenn du es hier auf jemand oder mit jemandem zu tun hast, wo du ganz genau weißt, dass er dich immer noch beobachtet, ob das auf Social Media ist oder dass das ein Mensch ist, der dich jeden zweiten, dritten Tag zu Hause an deiner Wohnung vorbeifährt oder an deinem Haus, ja, dann, ja, vielleicht hast du immer die Rollläden unten und er weiß nicht, ob du da bist oder nicht oder ob da irgendjemand anderes mit dir ist oder nicht. Solche Dinge halt, ja. Also er kann dich einfach nicht mehr so greifen und das macht ihn panisch, ja. Aber das versetzt ihn eben auch in diese Situation, jetzt in diesen Aufbruch zu kommen, ja. Und das ist halt perfekt. Deswegen bleib du hier weiter auf deiner Seite, guck dir da mal deine Themen an, die du da hast und auch vielleicht auch mit diesem etwas jüngeren Feuerzeichen, was jetzt hier noch in dein Leben tritt oder hier vielleicht auch diese Woche dich irgendwie einfach bereichert durch seine Kommunikation oder durch auch Einladungen können das hier sein, ja, also auch Botschaften jeglicher Art, ja. Und falls dich aber hier dein Gegenüber hier anspricht nächste Woche oder dir hier Nachrichten zukommen lässt, meine Liebe, ich bin echt nicht für Spielchen, ja, aber in diesem Fall würde ich dir jetzt hier unbedingt mal dazu raten, hier muss ein bisschen mehr kommen wie nur ein Hi, wie geht's oder Hi, wo bist du oder was machst du oder wie ist es dir ergangen oder so, ja, also so eine popelige Nachricht mit drei Wörtern. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Also lass den ruhig investieren und lass ihn jetzt aber auch mal hier auf seinen Weg sich machen. Ne? Also nicht gleich wieder
Nur weil hier jetzt jemand sich, wie gesagt, vielleicht dafür entscheidet, dir mal eine kurze Nachricht abzusetzen, so eine Art Hilferuf, ja, oder so ein Call, so nach dem Motto, ich sehe dich nicht mehr, will aber gerne wissen, was bei dir abgeht, ja, also mal kurz so die Lage zu checken, das ist halt nett, ja, da würde ich mich an deiner Stelle gar nicht drauf einlassen. Und das sagen auch hier die Pyramiden so, also sei dir dessen auch selbstbewusst und komm hier auch in dein Ego oder auch in dein Selbstbewusstsein und sei dir da auch das wert, ja, dass dieser Mensch hier auch mehr in dich investieren muss, wie eine popelige Frage, ja, oder irgendeinen Anruf, wo du in Abwesenheit drauf hast, weil er vielleicht einmal hat klingeln lassen, ja. Ich würde an deiner Stelle da definitiv nicht zurückrufen, ja. Und wenn dich hier jemand gleich einlädt oder so zu einem Gespräch, weil er dich hier nicht mehr greifen kann und jetzt hier mal in seine unterbewussten Gefühle kommt, auch da würde ich dir raten, sei hier ruhig mal ein bisschen kaltschnäuzig, ja, und halte hier auch dein Leben unter Verschluss und offenbar dich vor allem auch nicht gleich wieder, ja. Du musst dem Mensch auch nicht alles über dein Leben erzählen, ja. Mach dich damit auch, damit machst du dich eben auch ein bisschen interessant, ne? Und das sind auch keine dreckigen Spielchen oder so, aber es sind halt einfach Tipps, die ja, ich unter der in die Schublade stecken würde, nice to know, ja. Gut. Jedenfalls die Königin der Erde, diese Energie, die ich jetzt hier auch noch wahrnehme bei deinem Gegenüber und auch wie er dich wahrnimmt, soll eben auch jetzt hier nochmal der Hinweis darauf sein, dass du eben auch dich weiterentwickelt hast. Also dein Gegenüber nimmt dich eben auch als eine sehr stabile und geradlinige Person auch wahr, die irgendwie seit über einem geraumen Zeit einfach auch nicht diese Meinung ständig revidiert hat oder gewechselt hat, sondern du bist jetzt hier wirklich konsequent und bleibst auch hier auf deiner Spur. Und deswegen auch der Hinweis, lass dich hier nicht direkt drauf ein und freu dich wie ein Spast, wenn der sich jetzt wieder meldet, ja, sondern ja, der kann sich da ruhig mal noch ein bisschen mehr anstrengen. Und vor allem, es geht aber jetzt auch gar nicht darum, dass du hier nicht gleich wieder auf das Boot drauf einspringen solltest, sondern auch, dass du ihm auch noch ein bisschen mehr Freiraum lässt. Lass ihn ruhig auch mal panisch werden. Ja? Dann soll er dich halt mal suchen, soll sich da halt mal auch Gedanken darüber machen, was er denn an dir verloren hat oder was er an dir hat. Ja, vielleicht ist auch das hier wichtig, dass er das findet, diese Sinnsuche, ja, dass du hier wirklich mit 9 der Münzen jemand sehr, sehr Wertvolles auch für ihn bist, ja. Du bist für diesen Mensch etwas Besonderes, du bist sein Lieblingsmensch, ja. Und aber er ist momentan nicht dein Lieblingsmensch, ja, für die meisten wird es so zutreffen. Okay, also er möchte hier, wie gesagt, dich gerne wissen lassen, dass er es sehr, sehr wertschätzt, dass du ihm auch so viel Geborgenheit gibst in dieser sehr, sehr unklaren und schnelllebigen Zeit. Bist du einer der Menschen, die ihm auch so eine Ruheinsel auch für ihn darstellt? Ja, du bist auch so sein Zuhause, ja. Und da ist er jetzt halt gerade auf der Suche nach. Vielleicht war das auch wirklich jemand, der hier seit Jahren verschollen ist, ja. Ich gehe mal Kippen holen, ne? Einfach weg. Weiß gar nicht, was los ist. Ghosting von heute auf morgen, ja? Und eines schönen Tages steht er hier wieder vor der Tür oder meldet sich mit so einem popeligen Hi, wie geht's? Also bitte mir wird es ganz schlecht, wenn ich da nur dran denke. Also bitte, meine Liebe, wenn das für dich zutreffen sollte, dass du vielleicht auch nächste Woche Nachrichten bekommst, weil, wie gesagt, der Ritter der Stäbe, wie alle Ritter, stehen auch immer für Kommunikation und Botschaften und Einladungen. Ja, bleibe cool, ja, und lass dich hier nicht aus deiner Souveränität hier wieder rausholen, ja, mit so einem Rumgeeiern, mit so einem Hilferuf, ja, sondern lass ihn jetzt ruhig mal hier paddeln, sich anstrengen und investieren. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Okay, ja, meine Lieben, ich bin am Ende dieser Legung. Falls es dir gefallen hat, gib mir bitte unbedingt einen Daumen hoch. Selbstverständlich schaue ich auch pünktlich nächsten Mittwoch wieder für euch rein, wie es denn weitergeht. Und ja, bleib in deiner Souveränität, bleib dir treu. Genieß dein Leben weiter, wie du es bisher tust, ja, und
Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne, magische Woche und bis ganz bald.